Wir wurden heute Abend alarmiert zu einer Hilfeleistung Einsatz 1. Ausgelaufene Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall. Die Lage stellte sich vor Ort jedoch komplett anders dar. Es waren 3 Personen mittelschwer verletzt. Daraufhin haben wir den Rettungsdienst nochmal nachalarmiert. Im Verlauf wurde eine Person hat noch mehr Schmerzen bekommen und wir haben einen Notarzt noch nachalarmiert und sind jetzt bei den Aufräumarbeiten. Es war noch kein Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab und wir haben dann Kräfte nachgefordert. Wir haben das Fahrzeug gesichert, der Brandschutz sichergestellt und haben mit der Betreuung der verletzten Personen begonnen, bis der Rettungsdienst eingetroffen ist und haben einfach die Straße abgesichert durch den starken Nebel, der vorhanden war. Ja, hier waren massiv Probleme bei der Anfahrt. Die Sichtweite war definitiv unter 50 Meter. Wir haben auch alle Fahrzeuge über die alte Bimpflinger Straße hergezogen, damit wir von beiden Einsatzstellen die Einsatzstelle ausleuchten können. Hier war zum Teil nur Schrittgeschwindigkeit möglich. Von daher kam es zu Verzögerungen bei der Anfahrt. Gut, der erste Gedanke war, es war gemeldet, ausgelaufene Betriebsstoffe. Das ist nicht so schlimm, sage ich mal einfach. Da müssen wir halt zusammenfegen, auf gut Deutsch. Wie gesagt, im Einsatzverlauf hat sich das dann eben anders dargestellt, wie es gemeldet wurde. Ja, wir waren mit 3 Fahrzeugen und ca. 20 bis 22 Personen im Einsatz. Wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall. PKW auf Traktor aufgefahren. Vorgefunden haben wir einen PKW, der den Traktor von hinten angefahren hat mit hoher Geschwindigkeit. Mit insgesamt 3 Verletzten, 2 auf dem Traktor, einer im PKW. Die wurden durch rettungsdienstlich versorgt, mussten nicht durch die Feuerwehr aus den Fahrzeugen herausgerettet werden, sondern konnten sich selber aus den Fahrzeugen befreien, wurden rettungsdienstlich versorgt durch 2 Rettungswagen und eine NF-Besatzung, einen Notarzt. Beide Fahrzeuge sind in die Klinik gefahren. Für alle 3 Personen, die sind schwer verletzt, sowohl die auf dem Traktor saßen, als auch der Fahrer von dem PKW. Ein Kind dabei, das auf dem Traktor gesessen ist. Also die Situation, die wir vorgefunden haben, war im Nebel. Wir waren mit 2 Rettungswagen und einem Notarzt-Einsatzfahrzeug hier vor Ort und haben die Verletzten versorgt.